Du kennst das sicher. Du schmeißt eine Party oder so eine Party oder vielleicht auch so eine Party. Und dann kommt jeder einzelne Gast bei dir an und will den circa 20-stelligen WLAN-Schlüssel von dir wissen. Aber keine Sorge, für dieses Problem lässt sich ganz leicht Abhilfe schaffen. Du richtest einfach für deine Freunde einen Gastzugang ein. Du hängst einen QR-Code mit den Anmeldedaten für dein WLAN an prominenter Stelle aus, sodass jeder Gast schnell einchecken kann. Und dass dies wirklich sehr schnell und einfach geht, das zeige ich dir jetzt. Zunächst brauchst du mal die IP-Adresse von deinem Router. Im Idealfall sollte das eine Fritzbox sein. Falls nicht, dann schau doch das Video bitte trotzdem bis zu Ende, dann habe ich vielleicht noch eine alternative Lösung für dich. Die IP-Adresse sollte irgendwo in deinen Unterlagen stehen. Sobald du angemeldet bist, klickst du links auf WLAN und dann auf Gastzugang. Und rechts sieht man dann, dass der Gastzugang noch nicht aktiviert wurde. Da drücken wir einfach in das Kästchen rein und aktivieren ihn. Wenn du magst, kannst du hier oben auch noch den Namen ändern. Muss aber nicht sein. Das Wichtigste ist, dass du jetzt einmal deinen WLAN-Netzwerkschlüssel hier richtig abtippst. Weiter unten kann man noch verschiedene Einstellungen treffen, zum Beispiel die Internetanwendung beschränken, nicht dass deine Gäste jetzt haufenweise Filme oder so Zeugs runterladen. Und falls du an dem Abend noch was anderes vorhaben solltest, einen Film gucken oder so, dann kannst du auch einstellen, dass dieser WLAN-Gäste-Hotspot, den wir gerade erstellen, zum Beispiel nach 60 Minuten automatisch deaktiviert wird und dann vielleicht die ein oder anderen Gäste dann wieder gehen. So, und wenn wir alles ausgefüllt haben, dann klicken wir unten rechts auf Übernehmen. Und bei mir kommt jetzt oben eine Fehlermeldung. Ich habe ja den Namen geändert und da sind unzulässige Zeichen dabei. Ich vermute jetzt mal, dass er die Leerzeichen nicht mag. Deshalb ersetze ich die jetzt mal und versuche es gleich nochmal. Aber nein, es kommt wieder eine Fehlermeldung. Okay, jetzt weiß ich nur noch eins, woran es liegen könnte. Er mag keine Umlaute. Dann benenne ich das vielleicht mal ganz um in Gastzugang. Katz. Jetzt sollte es aber gehen. Juhu, es funktioniert und es erscheint eine neue Schaltfläche, nämlich Infoblatt drucken. Und da drücken wir mal drauf. Jetzt öffnet sich erstmal dieses Dokument. Dort steht auch der Netzwerkschlüssel nochmal drauf. Also falls irgendwelche Gäste das nicht hinbekommen sollten mit dem QR-Code einscannen, dann dürfen die natürlich auch den Netzwerkschlüssel einfach eingeben. Und dann drucken wir uns das Ganze mal schön aus und hängen diesen QR-Code an eine geeignete Stelle. Zum Beispiel die Eingangstür, von innen würde ich das aber machen, oder die Klotür oder wo auch immer das bei euch passt. Und wenn jetzt euer erster Gast kommt, dann muss er oder sie nur sein Handy noch vor diesen QR-Code halten. Einmal mit dem Daumen auf dem Bildschirm einfach nach unten streichen und oben links auf dieses kleine Minus in den eckigen Klammern klicken. Und dann öffnet sich der QR-Code-Scanner. Und wenn der fertig ist mit Scannen, drückt man nur noch auf Verbinden und schon ist man drin. Für den Fall, dass es bei dem ein oder anderen Gast nicht klappen sollte mit dem Scannen, kann sich derjenige oder diejenige ja eine QR-Code-Scanner-App runterladen, die man ja auch natürlich noch für andere Gelegenheiten gebrauchen kann. Und dann sollte das auch klappen. Für den Fall, dass du keine Fritzbox hast oder aus irgendwelchen anderen Gründen keinen QR-Code erstellen kannst, zeige ich dir jetzt noch eine andere Möglichkeit, wie du an einen QR-Code kommst. Dafür suchst du einfach mal nach dem Stichwort QR-Code-Generator. Und du siehst, auch dort gibt es Angebote. Du suchst dir einen Anbieter aus und füllst dort einfach alle Felder
aus. Und wenn du alle Felder ausgefüllt hast, kannst du unten auf Download QR-Code klicken und dann wird das Ganze runtergeladen als PENG-Grafik und du kannst es auch ausdrucken. So, aber jetzt steht der Party wirklich nichts mehr im Wege. Und während deine Gäste zufrieden im Internet surfen, kannst du wenigstens in Ruhe feiern. Das war ein Video von So macht Katz das, dem Kanal mit Tutorials bunt gemischt wie das Leben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen und nicht vergessen, einfach machen.